Hallo Leute, hier Schatzmann. Ja, Geplänkel ist am Start. Ich habe einige Geplänkel-Replays. Oh Gott, war das schwer. Ich habe die gute alte Perf rausgeholt. Die hatte ja in Real Life Pech. Hier nicht so. Wir sind Top-Tier. Ich habe keine Ahnung, ich habe zwei Runden mit der Perf gespielt. Erste Runde war das klassische 6-Minuten-Game, was ich dann verloren habe. Und dann habe ich nochmal die Perf ausgepackt und dann ist das hier bei rumgekommen. Perf ist eine Helena mit HE, die eigentlich ziemlich choppt. Wir haben nicht viel Reichweite. 2100 auf der HE, die klassischen 152er. 841 Meter die Sekunde, das ist ein bisschen low. 10% Brandwahrscheinlichkeit, 25 mm Pen, Feuerreichweite 12,8, Streuung 113 Meter, das ist sehr schön. Die AP macht 3,1, die AP zickt aber auf der Perf ziemlich rum. Wir haben aber schöne 8 km Torpedos, wir haben leider nur Wasserbomben, Schadensbegrenzungsteam, 3 und 4 Hydro, wir haben einen Weichreitenflieger, wollte ich gerade sagen, Reichweitenflieger, und wir haben den Rückenkraul Smoke. Wir gehen auf 8 noch was. Und das ist alles sehr schön. Das ist wirklich alles sehr schön. Kann ein sehr starker Kreuzer sein. Selbst im Ranked macht das Ding wirklich super Spaß. Aber fragt mich nicht, warum ich das Ding schon Ewigkeiten nicht mehr im Ranked gefahren habe. Ich versuche ein bisschen die Ochotnik zu kraulen, aber wie ihr seht, habe ich hier Erdarbeiten gemacht. Naja, auf jeden Fall. Ich bleibe hier erstmal im Schutz der Insel. Meine Ryocho spottet sehr schön. Das ist nice. Hier haben wir eine Yavai und Ochotnik. Ochotnik ist halt so ein Meme-Schiff, das Bananaboot. Wird es ja auch ganz gerne genannt, weil es ewig viele Torpedos hat. Nicht so viel Reichweite zu haben, hat Vor- und Nachteile. Ihr seht halt, also auch wenn kein Smoke wäre, würde ich jetzt nicht so wirklich aufgehen. Ich mache aber erstmal ruhig. Hinter mir ist noch eine Renowned. Hoffentlich rammt er mich nicht weg hier. Omaha ist halt super leicht gepanzert. Darum ist gerade mit den 152ern die HE-Geschichte recht witzig. Oha, meine Renown ist hier offen und da kriegt er richtig einen rein. Das habe ich sogar, hat mir sogar wehgetan. Das hat man richtig gehört. Ja, alles klar, auf der Andrea Doria kommt vorbei. Ich schmeiß meinen Flieger raus, weil ich ein bisschen Feuer setzen will. Belaris hat unsere Galizia rausgenommen. Meine T22 brummt hier rein. Man muss natürlich ziemlich weit vorhalten, weil die Geschosse super langsam sind. Andrea Doria wird das hier zu heiß mit meiner HE, deshalb dreht er ab. Meine Eigle hat die Yavai rausgenommen, sehr schön. Oh, das war ein guter Hit. Aber man sieht, die Dinger sind halt ewig unterwegs, ne? Ich gucke, was die Omaha macht. Omaha ist erstmal in den Torpedo von der T22 rein. Und meine Renown hat einen Krampf in der Wade und haut ab wieder hier. Nein, jetzt gucken wir mal. Bisschen über Minimap, mal gucken. Ich habe zwei DDs in der Seite. Oh, ist schön Doppelbrand. Da hat er bestimmt gleich wieder richtig Lust hier. Oh, Britannia kommt. Im englischen Volksmund sagt man ja, aus der Bretagne kommen die hübschesten Frauen. Hahaha, Schenkelklopfer. Also gucken wir mal, ob unser. Oh, hat funktioniert, ist heiß. Gucken wir mal, ob wir sie nochmal anbaggern können. Oh, das ist schöner Schaden. Ich will hier aber nicht weg, weil meine beiden DDs hier noch rumkurven. Das genieße ich sehr. Ohotnik will meine T22 pushen. Ohotnik hat die Dallas rausgenommen. Fuso hat die Bayern rausgenommen.
Oh, auch hat gerade gebeacht. Wieder ein Brand. Ey, wir sind aber heute in Stimmung hier, ey. Fubuki hat die Fubuki rausgenommen. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Oh, ja, Gott sei Dank. Die, Hortnick hat viele Torpedos, aber die reichen nicht so weit. Wir sind aber absolut im Schiffsnachteil. Ich würde Andrea aber ganz gerne noch mal ein bisschen hot machen. Kick Green kommt. Britannia kommt. Hinter uns ist die Hatsuharu. Bei der Fuso, da müssen wir aufpassen. Viribus kommt da noch. Die Renown pusht in den C-Cap. Oh, wir haben es nochmal geschafft. Jetzt komme ich natürlich an nichts mehr ran, ne? Ich habe noch 25 Sekunden Nebel. Jetzt ja die Frage, ne? Also wir haben nur noch einen Cap. Wir sind schiffsmäßig total unterlegen. Kikduin ist am Abhauen. Ich denke mal, da werde ich wohl nicht mehr rankommen. Ich schieße zwar nochmal, aber ne. Ich habe Hydro, also will ich eher in den C-Cap. Unser CV versucht zumindest zu spotten. Ich bin ja mal gespannt mit dem CV-Rework, wie das in der Zukunft wird, weil solche Situationen können jetzt anstrengend werden. Ne? Es wird halt schwer, wenn du alleine bist und mit deinen Fliegern und willst so einen Cap resetten und du kriegst die Gegner-DDs oder so nicht richtig gespottet und bekämpft. Oder besser gesagt bekämpft. Oh, meine Renown hat Bock auf geräucherten Aal. Macht also Aalwoche. Oh, 1100. Ja, hat ein Flooding und ciao Kakao. Belarus kommt. Ach, der beste Spruch. Ne? Oh, ich muss treffen, ich muss treffen, ich muss treffen. Bitte, 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 bitte. Oder T22 regelt. Das ist ja genau durch meine Streuung gefahren. Oh Gott sei Dank hat er das noch erledigt dann. Belarus ist am Start. Nice. Und jetzt fahren wir zurück. Sibir Marksman. Das ist auch ein schöner Name. Wow, jetzt geht das aber andersrum hier. Ich benutze den Nebel von der T22. Drei Nichtdurchschläge. Was für eine Leistung. Also Dauerfeuer. Mackensen kommt auch noch. Also ein bisschen Fleisch ist ja noch drin hier. Fuso fährt aber gnadenlos in den Tod. Ah, sehr schön, noch ein Brand. Ja, wir sind echt horny unterwegs zurzeit. Oh, nice. Ja, kommt der nächste. Ich bin auf durch den Flieger, aber juckt mich nicht. Oh, treffen die nächsten Torpedos etwa auch? Von unser T22, das wäre ja sehr witzig. Das sieht sogar sehr gut aus. Oh, er schießt auf mich. Perf ist nicht bekannt, gut gegen HE geschützt zu sein. Ich bin durch die Streuung geschlüpft, sehr schön. Hinter mir ist die Viribus. Für Schüsse an. War das von der Fuso? Warum will die Fuso auf mich schießen? Hm. RPF ist dort. Oh ne, Fubuki war da drin. Ich habe mich schon gewundert. Ja, ich guck gerade, hä? Denke ich. Ja, also, punktetechnisch tickt es für uns. Schiffstechnisch haben wir sehr stark aufgeholt. Cap-technisch sind wir noch im Nachteil. Aber das ändern wir jetzt. Hier ist noch der CV. Oh, sehr schön. Eigler hat ein paar Torpedos angesetzt.
Tissor PL. Ich heb mir meinen Reichweitenflieger auf. Ich will noch ein bisschen Fun haben. Und somit holen wir das jetzt langsam wieder zurück. Ich war mir halt unsicher, als ich beim ACAP war, ob ich Andrea und Britannia hinterherfahren soll. Also habe ich mich entschlossen, umzudrehen, um den Cap hier. Eigentlich wollte ich ihn verteidigen, dass ich ihn jetzt hier nochmal freikämpfen muss mit den anderen Kollegen und ihn wieder zurückhole. Hätte ich oder habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht gedacht, aber mein Gott, es hat sich halt positiv für uns entwickelt und das ist super nice. Andrea ist in Tanzstimmung. Ist leider zugegangen. Ich guck mal, ob ich nochmal auf die Bretagne komme. Versuche mal eine Möglichkeit über die Minimap zu finden. Wo ist hier der Flieger? Ich muss erstmal. Ich drehe ein. Die Perf hat halt, ist halt sehr gelenkig. Man kann es sehen. Zack, da sind wir durch. Eigler hat die Britannia rausgenommen. Mal gucken, wo der andere Kollege jetzt steckt. Hier, Andrea. Wie hieß denn der Opernsänger nochmal? Time to say goodbye? Oh, hieß der nicht auch so ähnlich? Keine Ahnung, ist weg. Ist aber auch schon lange her, 90er. Ja, das war nochmal ein netter Hit. Ah, CV ist links von mir. Ich bremse jetzt aber erstmal, weil ich cappen will und noch ein bisschen ballern. Mein Nebel läuft. Gucken, was sagen die Flieger? Eine trifft was. Nein. Durchgerutscht. Sehr schön. Ich kontrolliere gleich mit der Torpedoschablone, was er vorhat. Also fahren wir aber erstmal mit Viertelgeschwindigkeit. Wir haben ja den Rückenkraul Smoke, also genießen wir erstmal eine Runde. Es tickt aber immer noch für die Gegner, die Punkte sind wieder vertauscht. 602 hat der Gegner. Ich versuche mich ein bisschen vorzuarbeiten. Oh, wen haben wir denn da entdeckt? Zum Glück bin ich einmal schneller gefahren, wegen den Torpedos. Wieder ran hier. Zack. Ja, hat er zu dicht abgeworfen. Ich bremse ab. Ich denke mal aber eher, Andrea ist gefährlicher. Ich wechsle auf AP, weil jetzt kann ich schön auf die Reling schießen damit. Oh, nochmal einen Brand gemacht. Heute waren wir aber gut davor für einen 6er Kreuzer, aber das ist völlig in Ordnung. Da kommen die nächsten Torpedobomber. Oh, sehr schöner Hit. Immer mit einem Auge kontrollieren, was der Kollege vorhat. Vielleicht können wir durch die Streuung schlüpfen. Oder wir bremsen ab. Boah, das wird mich ja als CV-Player richtig anfixen jetzt, ne? Wenn du so einen Idiotenkreuzer hast, der da allem ausweicht. Ich würde dir nicht sagen, dass CV-OP ist. Ich habe die Geschwindigkeit der deutschen CVs komplett unterschätzt. Das sieht man jetzt auch. Abpraller, ach ja. Natürlich haben wir Abpraller. Ich muss tiefer zielen. Und wieder durch die Streuung. Ah, sehr schön. Der Arme. Oh, Skip-Bomber kommen. Jetzt habe ich die Nase voll. Ich lade um auf HE. Damit ich hier wenigstens ein bisschen was noch abkriege. Ich glaube, ich habe jetzt auch endlich mal gefunden, wo ich hinzielen muss. Oh. Hat der Zero-Spieler gut gemacht. Oder zählen die Punkte jetzt noch für uns? Also manchmal komme ich auch durcheinander. Ich muss bei den nächsten Replays mal drauf achten. Da kommt wieder Torpedobomber. Noch ein Brand. Tja. Ja, Leute, das war eine Runde Perf. Hat Spaß gebracht.
Ja, nicht viel Schaden, 72.000 ist völlig okay, aber 10 Brände mit der Perf, das ist schon eine Ansage. 13 Flugzeuge auch. Schauen wir mal, was es EP-technisch gab. Jo, fast 1.900. Aber Eigler hat auch gut gespielt. Ich hätte dir den japanischen Pornostar ruhig gegönnt. Also, da bin ich ja nicht so. Schauen wir mal. Fast 24.500 durch Brände. Das ist sehr nice. Gucken wir nochmal, was die Gefechts. Netto haben wir 338.000. Ja, okay, Leute. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß auch noch mit eurem Ranked, Geplänkel oder allgemein viel Spaß mit dem Spiel. Ne? Okay, mach's gut. Tschüss.